Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zu einer neuen Serie. Und ihr habt es wahrscheinlich auch im Titel schon gesehen. Es soll wieder eine Art Evolution-Karrieremodus werden, aber diesmal ein bisschen detaillierter. Also könnte man sagen, es geht eher so in die Richtung wie bei Dennis Gaming TV, dieses Simulate to Glory. Ich werde es aber weiterhin unter dem Evolution-Karrieremodus halten. Und ja, wir haben hier ja einige gute Mannschaften in der Bundesliga, die aktuell nicht so gut dastehen. Und ich würde gerne eine Nordmannschaft spielen, ne? Werder Bremen, und mit der mal ein bisschen aufräumen. Aktuell ist Bremen auf Platz 16 mit 7 Punkten, minus 13 Tore. Das können wir so nicht stehen lassen, denke ich. Und wir waren ja auch eigentlich schon bekannt früher, der Zockerdudes-Kanal, dass wir auch da gerne mal mit Werder Bremen gespielt haben. Und ich denke mir, dass wir diese Nordmannschaft einfach mal aufbauen müssen. Und ihr seht ja, was erwartet der Vorstand? National Erfolg niedrig. Also bleibt bitte einfach in der Liga. Erfolge kontinental niedrig. Ist uns egal. Markenpräsenz mittel, Finanzen sehr hoch. Das verstehe ich nicht so ganz, aber alles klar. Wir wollen gute Finanzen erwirtschaften. Aber ich glaube, dass sie nicht wirklich viel Kohle ausgeben wollen. Obwohl, wir haben es ja gesehen in der Evolution-Karriere mit, ich meine, es war mit Stuttgart, wo ich in der dritten Saison war und Bremen einfach mal 48 Millionen oder so für Dolbeck geboten hat. Da ist auf jeden Fall ordentlich Asche drin. Zumindest gibt es die Möglichkeit dafür. Und Nachwuchsentwicklung nur Mittel. Welch ein Glück. Und ich dachte mir, starten wir das einfach mal. Also, wir werden wieder unseren Charakter erstellen. Und es war ja die ganze Zeit eigentlich der Thomas Schaaf da so, ne? Also, wenn man nachguckt, Thomas Schaaf, der ist ja jetzt ja nicht mehr bei Bremen, oder? Der ist ja irgendwann ja gegangen. Dambo hat dazu auch damals ein Video gemacht, war schön und so weiter. Deswegen dachte ich mir, machen wir mal den Otaldo Schaaf. Ja komm, den Otaldo Schaaf. Den Otaldo Schaaf, er ist natürlich Deutscher, und da gucken wir mal, ob wir den irgendwie nachempfunden bekommen. Naja, ein bisschen mehr Bart, dann wäre das ja eigentlich, ne? So eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht. Und wir machen ihn ruhig mit Anzug. So alt ist er eigentlich aber auch nicht. Das heißt, wir nehmen ihn. Die Glatze hier oben. Wir nehmen die Glatze und starten rein. Ist uns eigentlich egal, weil wir nur simulieren. Euro, Waldstadion natürlich nicht. Einmal umbenennen in Weserstadion. Ne, ich hoffe, dass es immer noch Weserstadion heißt und nicht irgendwie Umbenennung bekommen hat. Weserstadion, ja, sieht so aus. Ich google das nebenbei immer noch, heißt immer noch Weserstadion, sehr schön. Dann nehmen wir das Weserstadion und es ist auch in Ordnung groß. Anwenden und beenden. So, Weserstadion, aktuelle Teams aktuell herunterladen, das können wir machen. Und natürlich auch irgendwie das hier setzen. Bremen ist nämlich nicht irgendwo dabei. Weder in der Europa League noch in der Champions League, das ist richtig. Und Sommertransfers deaktivieren aus. Das heißt, wir gehen hier rein und starten diese Karriere mit dem SV Werder Bremen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich starte diese Simulate to Glory Evolution Karriere erst einmal. Und ihr könnt mir sagen, was wir bei Werder Bremen verbessern sollen. Das wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, denke ich. Wir müssen hier strukturell erstmal ein bisschen das Fundament legen, damit die Mannschaft stark wird. So. Also SV. Achso. Sim Bremen, so nenne ich die ja immer. Und natürlich nehmen wir die Einladung an. Und wir nehmen das, wo wir die meiste Kohle bekommen. 8 Millionen, das ist doch schön. Und wir gehen mal hier hin und schauen. Ja, Teilnahme sehr schön. Wichtige Infos. Ja. Unsere Vision und unsere Erwartungen. Findet der Erfolg nicht nur auf dem Rasen statt? Wir müssen das revidieren. Findet der Erfolg nicht auf dem Rasen statt? Wir müssen unsere Marke stärken, unser Business fördern und unsere Fans zufriedenstellen. Okay. Aus der SV Werder Bremen Identität und unseren langfristigen Planungen ergeben sich folgende zentrale Punkte. Finanzieller Erfolg des Finanzen. Der finanzielle Erfolg des Vereins. Markenpräsenz. Das Stärken der Vereinsmarke und Popularität des Vereins. Nachwuchsentwicklung. Die Entwicklung der Jugendakademie. Das Anwerben junger Talente und der Profit aus Verkäufen von Eigengewächsen. Ja, also Eigengewächse verkaufen, das kann Bremen, oder beziehungsweise einfach eigene Leute verkaufen. So. Ich möchte mich vorstellen, ich nehme am Anfang immer den Scouting-Dingsbums dazu.
Wir schauen, was kriegen wir jetzt hier an Kohle. Profit minus 32 Millionen. Wahnsinn. 11 Millionen Transferbudget. Also da müssen wir auf jeden Fall einiges noch machen, wenn wir uns das mal angucken. Nachwuchsentwicklung. Verpflichte 4 Spieler in der Jugendakademie für folgende Positionen. Torwart, Verteidiger, Mittelfeld, Spieler und Stürmer. Das sollten wir hinkriegen. Markenpräsenz, sorge in 5 aufeinanderfolgenden Heimspielen für eine Stadionlastung von mindestens 85%. Wie soll ich das beeinflussen und wo kriege ich die Information, wie stark das Stadion überhaupt ausgelastet ist? Habt ihr es irgendwo mal gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht wisst ihr es ja. Verringere die Spielergehälter um wöchentlich 50.000. Ach so. Ja gut. Wie soll ich das denn machen? Soll ich Leute entlassen? Kriegen wir hin, verkaufen wir Leute. DFB-Pokal sollen wir erreichen, letzte 32 und Bundesliga-Mittelfeldplatz belegen. Eigentlich wir Abstieg vermeiden, das Richtige. Und kontinental haben wir gar keine Ziele. Das ist schon mal ganz gut. Dann gucken wir uns die Mannschaft an. Wir haben dort vorne Pizarro, wir haben Kruse, Bartels, Fritz, Janusovic, Gnabry, Garcia, Moisander, Uppsala, Sané und Gebre Selassie und Wiedwald im Tor. Dann haben wir hier noch Johansson, Eggestein. Oh, der wird noch richtig gut, ne? Ich meine, der hat sogar ein gutes Potenzial. Zumindest war das, glaube ich, in FIFA 16 so, dass er sich richtig stark entwickelt hat. Kainz, Grilic, Drobny, Bauer und Diané. Ja, Caldirola, Sternberg, Yatabaré, Bargfrede, T, Garcia, Zetterer und Eggestein. Oh, das ist der Eggestein. Wir haben mehrere, ne? Sind es beide Brüder? Könnte theoretisch sein, ich weiß es nicht. Interessant. Ich kenne mich mit dem Bremen-Kader aktuell überhaupt nicht aus, also sorry dafür. Wolf, Petzos, Eilers, Veljkovic, Schmidt, Fröde, Zander. Also hier ist auf jeden Fall einiges machbar. Und was ihr jetzt machen könnt, ist vorschlagen, wen soll ich da mal rausschießen? Wen sollen wir verleihen? Wen sollen wir uns holen? Das ist eigentlich eure Aufgabe. Und mehr gibt es eigentlich hier aktuell nicht so zu zeigen. Ne? Teambericht können wir ganz kurz gucken, ob wir hier wirklich sehen. Ob die irgendwie gut ist. Oh, Drobny. Kürzlich für 2 Millionen von Hamburg gekommen. Ja, ob wir hier sehen können, ob irgendjemand da noch gut sich entwickelt. Wir haben zu viele Torhüter. Wolf. Zetterer, Drobny. Wiedwald. Was will denn, was hat ein Drobny? Ja, sieht nicht so mega geil aus. Wir müssen definitiv da einige wo mal raushauen. Busch ist geliehen. Nee, verliehen an 1860. Okay. Von Bordeaux für 10,5 Millionen gekommen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Investment gewesen. Zumindest für die laufende Saison. Mit 29 Jahren wird er sich nicht mehr verbessern. Ist aber auf jeden Fall schon relativ stark. Also 10,5 Millionen hätte man wahrscheinlich nicht ausgeben müssen. Aber na gut. Auch gerade gekommen. Läuft in 12 Monaten aus. Wir haben sehr viele Verträge, die auslaufen. Das wird aber bedeuten, dass wir sehr viele Spieler mehr Gehalt bieten müssen. Dadurch wird das Ziel des Vereins mit 50.000 weniger Gehaltsbudget wöchentlich schon mal schwierig sein. Clemens Fritz, auch schon 35 Jahre alt. Die guten alten Spieler, ne? Die ich ja sogar noch kenne aus den alten Let's Plays mit Werder Bremen. Ja gut. Also Bremen hat auf jeden Fall ein bisschen eingekauft, ist aber aktuell nur 16. in der Liga. Und Wolfsburg für 19 Millionen kommen. Also die haben tatsächlich doch ordentlich in die Tasche gegriffen. Das kann man ja nicht sagen, ne? Aber irgendwie läuft es dann doch nicht. Pizarro mit 37 Jahren. Ich glaube, der wird nach einer Saison vermutlich auf 70 landen oder so. Ich weiß nicht, wie man mit 37 Jahren, wie die sich hier entwickeln bei Werder Bremen oder beziehungsweise in FIFA. So, Eggestein zeigt großes Potenzial. Das ist schon mal sehr schön, dass wir einen guten Stürmer haben, der sich gut entwickeln kann. Den werde ich auch sehr stark pushen. Wo ist denn der ZOM, der andere Eggestein? Der hat kein großes Potenzial. Das heißt, nur unser Stürmer, der hat großes Potenzial. Das ist der einzige, den wir haben. Okay, Jungs, da habt ihr auf jeden Fall eine ganz große Aufgabe, mir hier Vorschläge zu machen. Haut auf jeden Fall die Vorschläge rein in die Kommentare. Und natürlich, wenn ihr Bock auf den Otaldo Schaf habt, in der Werder Bremen Simulate to Glory / Evolution Karriere, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen, wenn wir zu Beginn 200 Likes schaffen. Das wäre sehr stark. Und damit war es erstmal für die erste Folge. Ich bedanke mich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.